Ich bin in einer Verzweiflung bin ich zu Nestlau mit den Söcken bin ich in einen Kiosk gerannt und habe die Polizei angerufen und habe eben gesagt, Mafia hat meinen Bruder umgebracht, sie sollen kommen. Und dann ist dann, ja, ich bin dann wieder heim und Heidi, meine Frau, hat dann gesehen, dass es mir schlecht geht und dann sind wir zum Hausarzt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und zum Glück habe ich selber gemerkt, dass ich jetzt in eine psychiatrische Klinik gehen muss. Und dann der Hausarzt hat mich dann in die psychiatrische Klinik gefahren. Und dann bin ich, ja, ich konnte etwa 2-3 Monate nicht mehr arbeiten. Und nachher bin ich wieder eingestiegen. Dann. In diesem Haus haben wir 13 Jahre gewohnt mit unseren 4 Kindern. Und wir haben also schöne Zeiten, aber auch schwierige Zeiten erlebt. Ich war ja in der Klinik in Wiel. Und wir haben das nie verheimlicht. Also die Lehrer haben wir informiert, die Kindergärtnerin. Und ich muss sagen, ich hatte nie das Gefühl, ich werde wegen dem ausgestoßen oder schräg angeschaut oder so. Der Thomas Mettler in der Mitte von seiner Familie. Er ist 40, Vater von 4 Kindern, Lehrer und Hausmann. Seit ein paar Jahren hat er immer wieder psychische Krisen. Also mein Bruder hat sich umgebracht. Und irgendwie ist mir auch wieder Boden unter den Füßen weggezogen worden. Irgendwie, früher habe ich immer gemeint, wir kommen aus einer super Familie, wir haben keine Probleme. Und plötzlich musste ich sehen, dass ich ein Problem hat in unserer Familie. Und ich habe auch einen strengen Beruf. Also ich bin Sonderklassenlehrer. Und als ich das erste Mal in die Klinik kam, hatte ich 10 Schüler, also 10 Sonderklassenschüler. Und einfach die 10 Schüler und das Problem oder das Nichtverarbeiten von meinem Tod und meinem Bruder, das habe ich irgendwie einfach. Hatte ich dann plötzlich Wahnvorstellungen gehabt und das Gefühl gehabt, jemand hätte den Bruder umgebracht. Er hatte dann das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass ich seinen Bruder umgebracht habe und er gerne Selbstmord gemacht hat. Oder es könnte sein, dass ich die Kinder vergiften will. Oder vergiftet hätte, die leben schon gerne nicht mehr, obwohl sie mit dem telefoniert haben. Aber nachher habe ich das irgendwie als so können abhaken. In seinem Hirn war alles durcheinander. Und das war nicht wirklich er, seiner tiefsten Person, die das gesagt hat und misstraut hat. Und dann hat er das irgendwie in früher tun. Und meine Tagebuchnotizen von damals, habe ich nie mehr vorgenommen und angeschaut. Also das schlimmste Leiden, das ist das, wo ich immer noch eigentlich darunter leide, dass ich mir mal so Angstzustände habe. Also das ist das, wo ich auch jetzt, das ist also vielleicht wie Migräne oder so, kann ich plötzlich in eine wahnsinnige Angst hineinkommen. Ich muss dann schauen, dass ich mich zurückziehen kann. Also unter dem leide ich eigentlich sehr fest, unter diesen Angstzuständen. Und die habe ich immer noch. Im 89 ist er das erste Mal freiwillig in die Klinik. Dortmal ist er auf der Akutstation gekommen. Vor eineinhalb Jahren ist er wieder freiwillig in die Klinik. Damals ist er ins Haus 14 gekommen, das ist die Psychotherapiestation. Ich hatte auch wieder Stress. Es ist auch eine Tochter von mir, ist nicht gut gegangen, die war im Kinderspital. Und Heidi ist die viel besuchen. Und ich hatte dann wieder so eine Doppelbelastung. Also ich habe eine Schule gegeben und habe daheim ja noch jemanden gekocht. Es war einfach wieder zu viel und dann bin ich wieder in ein Tief hineingefallen. Also schwierig war einfach in der akuten Phase, dass ich eigentlich nicht mehr gewusst habe, wer bin ich und wer bist du. Also ich konnte nicht mehr unterscheiden. In der Klinik ist jetzt da ein Betroffener oder ist das ein Pfleger? Also unter dem habe ich auch gelitten, dass ich nicht mehr gewusst habe, wer bist du und wer bin ich. Also so eine Orientierungslosigkeit ist noch schwierig zu ertragen.
Das ist natürlich jetzt im Moment nicht mehr zum Glück, oder? So ein bisschen entspannen, so. Den Kopf holen, so. Kannst du zwischen dir ein bisschen Tee trinken, wenn du mal willst? Ja, ja. Also ich weiss einfach, ich werde nicht mehr können als Lehrer arbeiten. Also das ist ja eigentlich das Problem, wo eben auch so der Schizophrenie gehört. Dass wenn ich zu viel seelisch belastet bin, dass ich dann wieder in den Schub reinkomme, oder? Und ich bin jetzt ja 10 Jahre lang, ja, bin ich jetzt daheim und habe nicht mehr in die Klinik gehen, oder? Und das ist für mich dank, eben dank dem Medikament und dank, dass ich eine Aufgabe habe, die ich machen mag. Und dann haben wir eigentlich schauriges Glück gehabt, weil die Heidi, meine Frau, hat eine Stelle gefunden als Heilpädagogin. Und dann ist meine Frau gearbeitet und ich habe in den Haushalt gemacht. Hast du Fenkel nicht gern? Doch, ja, sehr gern. Also, Papi, komm, wir nehmen doch den, den wir haben, oder? Den langen doch. Weißt du, lange nicht? Haben wir jetzt alle Tipps? Ja. Ja. Soll ich noch Himalaya-Salz holen? Den hat es noch. Den Fenkel? Ganz ein herzlicher Gruß von der Mona. Vor allem an die Lilia. Wieso vor allem an mich? Weil sie es unlässig gefunden hat, wie du reagiert hast. Also, als ich dann heimgekommen bin von der Klinik und dann eben Hausmann geworden bin, dann hat Tabea mit dem Wechsel, also von Lehrer zu Hausmann, hast du Mühe gehabt, gell? Also dort hatten wir es echt schwierig. Ich hatte so das Gefühl, Mann, ich weiss, wie, der Haushalt, wie man einen Haushalt schmeißt von Mami her, weil ich halt auch viel geholfen habe. Und dann kam der Papi und hat halt auf seine Art gemacht und natürlich überhaupt nicht perfekt nach meinem Anspruch. Und ich habe ihn einfach die ganze Zeit kritisiert, nonstop. Alles war nicht recht. Und vorher, wo du in der Psyche warst, oder zu Weil, dort haben wir es ja gut gehabt, ja. Bin ich dich auch besuchen und ja. So. Aber nachher wieder der Schritt zurück in die Familie, der also ist für mich dann auch schwierig gewesen. Du warst ja 15, ganz im deftigen Alter. Ja, dann kommt die Pubertät und dann ist der Papi da mit den Medis natürlich und bietet keine Konfrontationsfläche an. Also nein, hast du nicht können provozieren aus der Ruhe bringen, oder? Mit den Medikamenten war er ruhig gestellt. Da habe ich enorme das ausgereizt und probiert dich irgendwo zu spüren. Ja, ja. Und es ist fast nicht gegangen. Ja. Stimmt. Und darum sind wir echt an unsere Grenzen, also ja, beide an unsere Grenzen gekommen, oder? Du hast... Ja. Mir hat es eine Weile lang echt Mühe gemacht, dass ich dachte, Mann, ich will den Vater haben, der Professor ist, genau. Von meinen Kolleginnen, der Geschäftsmann ist, Politikerin, der mich mitnimmt. Am Vatertag ist unser Büro und alle sagen, Herr Mettler und so. Genau, der Vater, der nie daheim ist und am Abend heimkommt mit dem Aktenkoffer.